So, hallo, wir machen weiter bei Kirby und das vergessene Land. Und letztes Mal haben wir, ich muss ganz kurz was anklicken, Moment. Ja, und letztes Mal haben wir das Level hier drüben gemacht, haben dann rausgefunden, dass hier noch eine Rolle ist, haben den neuen Wind bekommen, haben den neuen Schlaf bekommen, der zusätzlich ein Boost ist. Und jetzt fangen wir erstmal ganz gediegen hier an mit einer kleinen Schatzstraße, wo wir den Weltraumentdecker ausnutzen müssen. Feuern und ausweichen. Oh, Fließbandziele, das klingt kritisch. Kann ich da nicht einfach den machen? Und alles zerstören? Ja, kann ich. Oh mein Gott. Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, einfach alles zerstören. Mein Gott! Flieg doch einfach, Kirby. Ich spring doch schon. Nein, die sind da hängen geblieben. Ach, das darf nicht wahr sein. Okay, das ist scheiße mit denen. Die müssen erstmal weg. So. Okay, die bleiben da zu viel hängen. Oh, ist das dumm. Ich segel runter. I'm dead. Okay. Okay, das hintere Fließband ist blöd. Aber das kriegen wir schon hin. Oh, ich habe immer noch den Boost drin übrigens. LOL! Der Boost zählt auch für die Schatzstraßen. Vielleicht ist das der einzige Weg, wie man das Kirby-Dings schaffen kann. Den Showdown. Oder zumindest ein leichterer Weg. Denkbar wär's. Also wäre halt wirklich denkbar. Ihr müsst erstmal weg. Ihr müsst weg, so. Sonst geht hier gar nichts. Nein, dass die immer da hängen bleiben. Ich kann... Die Krise. Okay, sehr gut. Jetzt die da hinten so vielleicht noch abschießen. Das wird so nix. Mann! Oh, das ist so dämlich, ne? Okay. Bruder. Hat das gereicht? Oh Gott, ja. Gott sei Dank. Oh, das letzte Fließband ist so blöd. Okay, Gott sei Dank. Schusch. Ah, das muss ich doch dann jetzt gleich mal ausprobieren. Wenn wir noch die Fähigkeit haben. Wo war der Kirby? Da. Das zählt dann für die Dinger mit? Also ist auch das Angriffsplus etwas, was hierfür zählt. Ist jetzt die Frage, ist das dann Cheaten oder ist das dann legitim? Ich meine, ich bin dadurch ja wirklich massiv schneller. Ne? Das ist zwar gleich vorbei, aber nur von dem Interesse her, weil gerade sowas hier, das läuft mir dann ja viel schneller ab als davor. Ups. Oh mein Gott, ich... Dieses Nicht-Springen... Okay. Dieses Nicht-Springen ist so dumm, dass das immer passiert. Ich verstehe das nicht.
Nein, ich muss das lernen, dass ich dann hoch muss. Nach den ersten muss ich hoch. Das muss ich lernen. So, und jetzt kommt nämlich die Schlange und das Viech da unten. Genau. Hallo? Gott. Nein! Ich dachte, es geht in die Richtung weiter. Ich war überzeugt, es geht in die Richtung weiter. Mein Gott, echt. Manchmal frage ich mich schon. Ja, jetzt kommt der Boss. Dafür habe ich halt noch keine gute Strategie. Ja, port mich erst dahin, ist in Ordnung. Dafür habe ich halt noch keine gute Strategie. Oh, doch, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich muss man... Ja, wurscht. Wahrscheinlich muss man die so platzieren, dass die bei den Kisten ihr Zeug kaputt machen. Oder man geht halt mit Angriffsplus rein. Dann würde man mehr Schaden machen. Hm. Naja. Wobei, ich glaube, Schnelligkeit plus wäre hier doch besser. Egal, das wollte ich jetzt gar nicht machen. Wir wollten ins richtige Level gehen. Ab dafür. Okay. Showdown des Bestienrudels. Okay, ich muss da runter. Ich sehe schon. Ja, wir müssen da runter. Aber vorher, ja, vorher gucken wir uns... Oh, lol, okay. Warum ist da jetzt eine Leiter aufgetaucht? Vorher gucken wir uns hier ganz genau um, bevor wir runtersegeln. Aber hier scheint nichts zu sein. Nee. Nee, hier scheint nichts zu sein, okay. Ich meine, man versperrt mir auch den Weg. Also ich darf ja hier einfach nicht nach links hoch. Das ist ja... Das ist ja ein vermintes Gebiet hier. Ich darf da auf gar keinen Fall darf ich da links hoch. Na gut. Wozu ist die Leiter? Warum darf ich nicht einfach normal runter? Okay. Tschüss. Die Musik. Okay. Ich guck mich erst hier um. Don't mind me, ich komme gleich zu euch. Oh, wie die in 30 FPS hierher gelaufen kommen, sieht ja auch wild aus, wobei es eher 15 FPS waren. Alles, was im Hintergrund passiert, 30 FPS, 20 oder 15 FPS. Das war ja lustig. So, macht euch mal weg hier. Besiege alle Bestien im Startgebiet. Ja, wieso hätte ich das auch nicht machen sollen? Okay, gut. Schön, aber dafür nehme ich gerne eine Mission, kein Problem. Nichts dagegen. Ist immer schön, wenn man gleich eine Mission mitnimmt. So. Gar kein Problem. Ah, okay. Es gibt wieder Schilder. 5 Stück. 5 Schilder. Okay. Okay, jetzt erstmal Fähigkeit. Bricht es ein? Nö. Aua. Aua. Okay, da muss ich hoch. Sehr schön. Nummer 1. Dann. Ey, wo ist meine... Moment, Moment, stopp. Hier, ohne meine Entdeckerfähigkeit gehe ich nirgendwo hin. So. Kapsel.
Aua. Wie oft willst du dich treffen lassen? Ja. Wait, kann ich da runterfallen oder was? Scheinbar. Sollte man aber wahrscheinlich nicht tun. Okay, hier geht's jetzt weiter. Die Frage ist, ist da noch was? So ein Post oder so? Mir gefällt es nicht, dass man da hinten weiter kann. Aber ich wüsste nicht, was da sein soll. Ich denke, das ist nur für Idioten, die hier weiterfahren. Okay, es ist nur für Idioten. Mann, ich will doch meine Fähigkeit nur wieder haben. Also auch so... Nee, also... Okay, da ist nichts mehr. Ist in Ordnung. Wobei, wait... Wait. Kann ich darüber fliegen? Nein, das ist eine Wand. Scheiße. Okay. Immer die falsche Taste. Mann, so, raus mit dir. Okay. Gut, also ich denke, da ist nichts mehr. Aber da oben ist so ein Eingang. Seht ihr das? Da oben ist so ein... Aber ich glaube, das ist nur Deko. Nee, das ist Deko. Ist okay, das ist auf der anderen Seite auch. Okay, okay, okay. Wir gehen weiter. Ist ja in Ordnung. Wir gehen weiter. Ach, das ist so ein Viech. Ja, dem kann ich natürlich keinen Schaden machen. Oh, ich dachte, die hüpfen jetzt alle in ihr Verderben. Jetzt hüpft er aber in sein Verderben. Bam! Oh, egal. Der hüpft auch in sein Verderben. So. Jetzt kommt der Schlons. Aber haben wir hier die Möglichkeit, den Schlons wegzumachen? Ich höre auf hier... Aha! Da war ein Poster. Habe ich gar nicht realisiert. Siehst du mal. Ach, da oben ist ein Viech. Über dem ist ein Viech. Okay. Wie soll ich da hinkommen? Aua. Abschießen kann ich den ja nicht, ne? Lol. Nee. Hä, wie soll ich da hinkommen? Naja, vielleicht kommt noch was, wie ich da rankommen kann. Vielleicht kommt ja noch die Wasserfähigkeit. Scheiße. Oh boy, ich habe das nicht gesehen, dass da eine Lücke ist. Nein! Oh mein Gott, ich... Jetzt ist die Fähigkeit weg. Ach, komm schon. Egal. Da ist die Wasserfähigkeit. Okay, okay, okay. So, das ist ja schon mal was. Ja, da will ich... Das habe ich... als hätte ich den noch nicht gesehen. Als hätte ich den noch nicht gesehen. So, mach dich weg. Tschüss. So, weg mit dir. Und wir sind drüben.
So. Und jetzt fahren wir hier hoch. Alles klar. Nummer 2. Hey, jetzt geht's wieder zurück? Wait a moment. Dann gehen wir aber mit Wasser zurück. Dich nehme ich mit. Jetzt hätte ich auch das Poster dann übrigens gesehen. Oh. Wir kommen nicht mit Wasser zurück. Okay, ist in Ordnung. Aber das ist doch der Weg, den wir gekommen sind. Also, was ist denn jetzt? Hä? Ja, jetzt komme ich hier wieder raus. Und jetzt ist hier was anderes. Aha. Deswegen sah das auch so aus, als ob es da hinten weitergehen würde. Yo. Das ist... Da hinten schön der... Seht ihr diese Bälle, wie die einfach in 15 FPS sich bewegen? Das ist genau das, was man auch bei den Pokémon-Spielen so kritisiert, dass im Hintergrund einfach... Ja, einfach keine Bewegung effektiv stattfindet. Das sieht echt interessant aus. Aber gut. Ist jetzt nichts, was mich persönlich stört. Ich finde es ja nur interessant, weil man es gerade bei den Pokémon-Spielen auch angesprochen hat. Dass das kein schönes... kein schönes Design ist. Aber wie gesagt, mich persönlich stört es nicht. Mir ist es egal. Alter. Kapsel. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob hier irgendwo noch was sein könnte. Sieht okay aus. Hier ist auch nichts mehr. Ah, wait. Okay, das musste ich noch machen, aber jetzt muss ich abgeben. Ich sehe die grünen Dinger da hinten. Okay, da oben ist ein Bottle. Und ich kriege meine Fähigkeit gleich wieder. So. Nummer 3. Sehr schön. Bisher nichts verpasst. Vielleicht ein Poster, aber sieht jetzt auch nicht danach aus, so konkret. Oh boy. Also meine Richtungsweisung ist wie immer fantastisch. Okay, das... sieht nicht aus, als ob es da weitergeht. Da ist jetzt so ein Ding. Ja, mach die halt weg. Stress halt mal nicht rum, Kollege. Da ist ein Poster. Nummer 3, okay. So. Und zack. Okay, haben wir irgendwas verpasst? Ich hoffe nicht. Gehen wir mal da rein. Ach, ist das jetzt wieder so ein Ding, wo ich dann zurücklaufen muss und dann geht die andere Seite auf? Ja, es wirkt so. Ja, hier ist auch wieder da oben so ein Wottledi. Also das ist genau das gleiche wie vorhin. Da muss ich hier mit dem Boot gleich zurückkommen, oder was? Ja, ja, muss ich mit dem Boot zurück, sehe ich schon. Das ist ja eigentlich voll praktisch, dass ich jetzt den Wind dabei habe.
Weil das macht den Hinweg erstmal sehr einfach. So, das war dann der Hinweg. Da ist der Ring. Hier noch irgendwas, was ich machen kann vorher? Das sieht nicht danach aus. Hier komme ich auch nicht nach hinten. Okay, alles gut. Jetzt würde mir gleich wieder zeigen, dass da vorne ein Waddle-Dee ist. Ja, das ist mir noch nicht aufgefallen. Okay. Na dann, Abflug. Mission, zerstöre alle Kokos. Aua. Muss nur gucken, ob irgendwie an der Wand noch irgendwas brüchig ist, dass da mehr kaputt geht, als ich denke. Wait, da ist was brüchig. Aha. Erwischt. Okay. Schade. Das war sehr antiklimatisch. Hä, ist da echt nichts anderes als das? Ist einfach nur ein Gang gewesen und man bekommt nichts dafür? Na gut. Oh, sind hier vielleicht irgendwelche... Sind hier wieder irgendwelche Strudel, wo es in so ein Loch gezogen wirst? Das hab ich gar nicht geguckt. Wie sieht's denn unter den Strudeln aus? Ist da irgendwo ein Loch drunter? Nee, na? Nee, ist nicht. Passt schon. Okay. Da ist der Kollege noch. Aber auch den... Da ist noch so eine Wand. Okay, das ist schon eine interessante. So. Habe ich noch so eine Wand übersehen vielleicht irgendwo? Nee, na? Nee. Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Nochmal nach Löchern im Boden gucken, sehe ich aber auch nichts. Nee. Passt. Okay, da verabschiedet sich das Boot einfach mal. Und das ist Waddle Dee Nummer 4. Ups. Ins Wasser mache dann doch nicht so der Ring, ist in Ordnung. Kann ich verstehen. Poster war aber ja auch keins, ne? Wir haben hier kein Poster verpasst, hoffentlich. Ich hoffe nicht, weil das letzte Mal war hier ein Poster in der Welt. Okay, stopp. Komm zu Papa. Den Kugelblitz nehmen wir natürlich mit. Den werden wir für irgendwas brauchen. Den werden wir für irgendwas brauchen. Jetzt geht da drüben das Tor auf. Genau. Oh, okay. Gut. Oh, wir fliegen gleich eine Runde. Oh, wir bekommen auch noch einen kompletten Flugabschnitt. Hier ist ja wieder alles dabei. So, wofür habe ich jetzt den Kugelblitz bekommen? Was hat der Kugelblitz hier zu suchen? Kein neues Poster. Ich habe das Gefühl, ich habe Poster verpasst. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich habe Poster. Okay, Kugelblitz. It in! Okay, das war antiklimatisch. Egal. Wir werden eh nochmal durch das Level durch müssen. Ich habe bestimmt irgendwas verpasst. Kapsel.
Okay. Waddle Dee. Nummer 5. Haben wir alle. Das ist schon mal gut. Wir haben alle Waddle Dees, aber ich glaube, die Poster haben wir nicht. Was ist das jetzt hier? Ah, scheiße. Okay. Da muss ich hier unten durch noch. Alles klar. So, also dann zurück nicht, weil das haben wir schon weit gemacht. Aber wie gesagt, ich fürchte, wir haben Poster verpasst irgendwo. So, da drüben ist dieses Hausding. Wie komme ich denn da jetzt ran? Wahrscheinlich erst später. Okay, ich bekomme auf jeden Fall gleich den VLC-Player. Ups. Ach, scheiße. Da ist ein Poster. So, 4 von 5. Na, vielleicht kriegen wir ja noch alle Poster zusammen. Vielleicht kommen einfach jetzt noch 2 sehr schnell. Kann ja auch sein. Würde ich fühlen. So, jetzt stopp. Erst hier kaputt machen. Okay, das nur essen. Hui. Hier jetzt wieder auf den Typen drauf. Bam. Aber hier ist jetzt nicht scheiße. Wir haben ein Poster verpasst. Ach. Esse. Mist. Oh, ich fürchte in dem Bootabschnitt. Ich glaube, ich habe da nicht genau genug an die Wände geguckt. Weil ich da nicht dran gedacht habe in dem Moment. Stürze während der Verwendung von Kegelstopfer nicht in die... Okay, ja, gut. Ah, oh, nichts Neues. Okay, eines. Okay, zwei. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal rein. Und das letzte Poster finden. Mäh. Das ist mäh. Das Problem ist, dass wir bei den Postern aber nicht wissen... Ja, Leute, ist doch gut. Wir haben genug Waddle Dees. Das Problem ist, dass wir bei den Postern nicht wissen... Ja. Okay, jetzt kommen alle Sterne. So. Das Problem ist, dass wir bei den Postern nicht wissen, an welcher Stelle wir sie verpasst haben. Das ist in der Tat ein Problem. Weil bei den Waddle Dees weiß ich so, vierter Waddle Dee, fünfter Waddle Dee und das war's. So, bei den Dingern hier weiß ich halt nichts. So, das ist das Ding. Es könnte hier am Anfang auch ein Poster sein und ich weiß es nicht. Aber hier am Anfang habe ich nichts gesehen und nichts realisiert und... Glaube ich irgendwie nicht, dass hier Poster sein sollen. Nee. Glaube ich nicht, okay. Aber muss ich jetzt alle Poster nochmal machen? Ja, scheiße, ich muss einfach. Okay, das macht's nochmal kritischer, weil ich halt nicht weiß, wo ich's verpasse. Oh, nee. Also gut aufpassen, wo Poster sind. Aber hier außen ist schon mal nix. Hier ist auch kein Poster. Ich will die Bombenfähigkeit.
will die Bombenfähigkeit diesmal. So. Also hier habe ich noch kein Poster gesehen. Aber ich muss jetzt richtig gut aufpassen. Da ist das erste. Auf der Fahrt hier habe ich auch keins gesehen, aber wenn da jetzt eins auf, also wenn da jetzt eins sein sollte, wäre es das. Marco, ah, das, ich habe einfach auch keine Lust, dem Zeug auszuweichen, weil es halt eh egal ist, ob ich Schaden nehme oder nicht. So, da oben war kein Poster, ne? Ne, hier war nichts. Hier war effektiv gar nichts. Hier war auch nichts. Weder links noch rechts noch sonst irgendwo. Nein. Nein, definitiv nicht. Im nächsten Raum war ein Poster gleich am Anfang. Nämlich hier. Aber das hätte man auf dem Rückweg dann vor allem gesehen. Okay, wie macht man mit den Bombenposter ab? So macht man die ab, okay. Die Frage ist, ist in dem Raum noch ein Poster? Oder nicht? Das weiß man einfach nicht so genau. Bisher habe ich keins gesehen. Da hinten noch irgendwas? Ne, da kann ich zwar hinfliegen, aber es bringt mir nichts. Okay. Ach, das musst du mir doch nicht zeigen. Ich weiß es doch. Oh. Hä? Dachte, ich hätte ihn. Ich hatte ihn wohl nicht. Hier ist auch kein Poster. Nein. So, hier ist auch kein weiteres Poster. Jetzt hätte man das andere Poster gesehen. Also, bis hierher dürfte ich nichts verpasst haben, hoffe ich mal. So. Jetzt kommt der Dosenabschnitt. Da ist aber eigentlich auch kein Platz für irgendwelche Poster gewesen, so richtig. Also ich wüsste nicht wo. Da drüben oder so, aber da ist halt auch nichts. Nach unten hängt auch keins. Da hängt auch nichts zusätzlich.
Man könnte freilich auch mal auf die Dinger von den Plattformen rauf und zu gucken, ob es da noch irgendwohin weitergeht, aber das ist halt Quatsch. Das ist halt eher Quatsch. Und wir reden ja nicht von dem übertrieben krassen Secret, wir reden ja nur von dem scheiß Poster. Wo bin ich denn lang gelaufen? Hä? Also wie gesagt, ich vermute, es ist in dem Abschnitt mit dem Boot. Weil da drüben ist das dritte, das hatten wir auch. So, und das letzte ist dann halt... Das letzte ist dann halt Dings hier, weißt du schon. Also hier ist nicht noch eins, nee. Ja, und das letzte, wie gesagt, ich wiederhole mich, ist in dem Abschnitt mit dem Boot. Ich wette, ich habe an irgendeiner Wand nicht genau geguckt. Ich habe in dem Moment einfach nicht dran gedacht, dass da die Geschichte mit dem Boot... Also, ne? Tschüss übrigens an der Stelle. So. Und das war die Nummer 3. So. Die 4 muss in dem Bootabschnitt sein. Das geht gar nicht anders. Weil danach kommt sie nicht mehr. Also wenn ich sie jetzt in dem Bootabschnitt wieder nicht finde, dann habe ich ein Problem. Aber die muss in dem Bootabschnitt sein. Außer es hängt bei dem Flugabschnitt, aber das kann ich mir wiederum auch nicht vorstellen. Das wäre irgendwie frech. Also, ganz ehrlich, bei dem Flugabschnitt irgendwas hinzuhängen, wäre super frech. Das glaube ich nicht. So, in die Richtung sehe ich schon mal nichts. So, in die Richtung sehe ich auch nichts. Nix. Hier drüben ist... Warte mal, ist das ein Poster? Ich bin so dumm. Ja, da ist es. Okay, wir haben's. Also dann jetzt Abflug. Wir wissen, was wir zu tun haben. Okay, ja. Was soll's. Kapsel nehmen wir natürlich nochmal mit, klar. Ah, das sind so ärgerliche Momente, wo man denkt, das hätte man halt locker schon mitnehmen können. Na, das war halt nicht schwierig zu finden. Aber hey. Ist okay. Und wofür du jetzt da bist, weiß ich auch nicht. Dachte so vielleicht für eine Mission, aber nö. Nix dergleichen. So, dann fliegen wir nochmal eine Runde. Essen können wir mitnehmen. Ah, wir sind eh voll, ne? Ja, wir sind voll. Was passiert, wenn man jetzt das nicht betätigt? Man startet einfach davor. Okay, alles klar. Man startet einfach davor nochmal. Gut. Ja, also hier an der Wand ein Poster verstecken wäre echt frech gewesen.
noch eine Kapsel. Very nice. Und jetzt diesmal kein Fail. Dankeschön. Ja, jetzt muss ich wieder bis zum VLC-Player und dann da das letzte Poster mitnehmen. Okay. Und dann sind wir ja eh durch. Entschuldigung. Okay. Ja, komm. Die nehmen wir natürlich nochmal mit. So. Bam. Und tschüss. Und hallo alle Missionen. Huh. Okay. Bascht. Haben wir noch Zeit? Ne, 40 Minuten reicht. Reicht mit dem Part. Oh, keine neue Kapsel. Okay, eine. Okay, zwei. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss.